Oh ja, meine Brüder, es ist soweit. Wir sind endlich wieder da in Minecraft Community. Und das Ganze in einer komplett neuen Session. Und zwar mit folgenden Ehrenbrüdern. Detendo, Connor ist am Start. Wen haben wir noch? Wer kommt noch jetzt reingeschallert? Haut raus, hä? Ja, habt ja komplett eure Kicks, ne? Sind sie jetzt am Start oder was? Huch. Ja gut, Brüder, ne? Das mit den Kisten am Rand, das hättet ihr euch vielleicht vorher überlegen sollen. So, jetzt hat ja dieses ganze Zaunsystem keinen Sinn mehr, ne? Ich würde mal vorschlagen, so, wir machen das hier richtig Cagefight-mäßig, ne? Dass wir das hier alles einzäunen, dass hier keiner rauskommt und so. Dass hier keiner auf falsche Gedanken kommt, dies, das. So, meine Güte, das kann es doch nicht sein. Da musst du hier extra noch den kompletten Raum abschirmen. Und zwar doppelt abschirmen, dass hier auch keiner rauskommt, weil die Leute das nicht bedacht haben, dass die Truhen dafür sorgen, dass du auf die draufspringen kannst, um rauszukommen. Was denn los? Passt genau, Alter. Ja gut, fast. Fast genau. Es passt nicht genau, aber es ist fast genau. So, nun am Start darf ich begrüßen Yoshi-Fan, Detendo, Connor, Yannick und der Ehrenbruder, der sich da oben irgendwie hin verirrt hat. Wie hast du das denn geschafft, du Schwein? Hä? Bliebler? Du Sau? Ah ja! Ja, ein wahres Schwein. Ich werde jetzt erstmal allen ihre Ränge geben und dann werden wir auf Ehre hier eine zweite Runde starten. Und ich würde sagen, heute will ich mich so ein bisschen kümmern um die Behausung. Es wird Zeit. Ja, diese Höhlenbehausung, das kannst du doch keinem zeigen. Wir müssen auch mal richtig bauen. So, nun denn hätten dann alle ihre Berechtigung. It's Real ist am Start. Yannick, Top Ente, man kennt's. Yoshi-Fan ist am Start, Detendo und Zora. Das ist die heutige Besetzung. Und ich weiß nicht, warum Splasher gerade seine Reihen und rausgekickt hat, aber Brüder, auch ihr seid jetzt zugelassen hier zur ersten Sitzung mit euch. Kommt heran, tobt euch aus und habt Spaß. Let's go. Wir machen uns jetzt mal in diese Gefilde da hinten auf, weil ich möchte da hinten anfangen, dass wir da so ein bisschen... Ah ja... Schon ein bisschen vorgeackert, die Ehrenbrüder in der letzten Sitzung, in der letzten Session. Ja, wir haben jetzt hier eine neue Session gestartet. Ich habe den Raum neu aufgemacht für neue Leute, dass auch mal neue reinkommen können. Wir haben jetzt ungefähr eine Stunde mit den alten Jungs hier. Mit den alten Jungs! Wie die aus SpongeBob, Alter. Das waren auch diese anderen alten Jungs. Aber die Kollegen aus der ersten Session, so, die haben eine Stunde hier so ein bisschen ihre Zeit verbracht. So, und jetzt ist mal eine neue Sitzung dran. Eine neue Session mit neuen Ehrenmännern so. Okay. Das sieht ziemlich mysteriös aus auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich jetzt, wo können wir unser erstes richtiges Community-Lager aufstellen? So, das Ding ist, wir sind in so einer Gegend gespawnt, wo in der Richtung todesviel Wald ist. Und hier ist ein See. Weiter vorne ist halt auch irgendwie, ich glaube, auch so ein Wüstenverschnitt so. Da hinten ist halt voll die Harry Potter-Action. Also ihr seht, diese Welt hat einfach komplett ihre Kicks so. Darf man jetzt hier schon farmen? Natürlich darfst du farmen, sonst hättest du ja nicht die Berechtigung bekommen. Sobald die Berechtigung da ist, darfst du auch natürlich durchstarten. Ach, schaut mal. Lol. Ja, dann lass uns doch mal hier weitermachen, wo, ich glaube, Vincent war das. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wo er aufgehört hat, okay? Dass wir das hier so ein bisschen freiräumen, Mann. Komm, ja, das ist eine sehr gute Idee. Das ist eine ziemlich gute Idee, dass wir erstmal hier weitermachen. Machen wir hier erstmal den Boden frei und so. Das schmeckt definitiv. Aber dann müssen wir diesen gesamten Erdberg hier entfernen, ne? Das ist eine Heidenarbeit. Ich kann mir schon vorstellen, warum er hier aufgehört hat oder aufhören musste. Weil das sehr, sehr lang dauert. Ah ja, Zora ist auch am Start. Jammer. Ich würde wirklich sagen, wir machen hier so eine Art... Das mit dem Baum ist wirklich schön so, ja, muss ich sagen. War eine schöne Idee. Aber lass uns das doch mal hier so wirklich Wasser rein und Lupen rein wässrig halten, oder? Dass wir hier wirklich so eine kleine Art Brücke haben, die am Wasser gebaut ist, wie Leute, die oft weinen. Grüße gehen raus. Kann ich rechte? Ja, Leon, sehr wohl. Sehr wohl doch. Wir haben zwei neue Mitglieder hier am Start. Und zwar Connor und Leon. Grüße gehen raus. Die sind gerade eben reingejoint. Ja, moin. Habe ich gar nicht mitbekommen. Seht ihr mal, was da mir wieder alles hier vorbeigeht, ne? Nun denn. Wir müssen übrigens auch ein bisschen Wasser auffüllen, habe ich das Gefühl. Weil ihr seht schon,
Also eigentlich macht das keinen Sinn. Der ganze Fluss ist voll mit Wasser, als ob sich das nicht hierauf aufteilen kann. Schwein. Das macht eigentlich gar keinen Sinn, ne? Irgendwie leckt der Raum gerade ein bisschen rum, habe ich das Gefühl. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Wahrscheinlich haben einige wohl auch ihre Wii U ans Stromnetz angeschlossen. Und die zieht gerade so viel Internet wahrscheinlich, dass die Switch-Netzwerke hier gerade komplett sterben bei einigen Leuten. In dem Sinne, moin Yannick. Was geht? Lass uns mal diese Schwarzeichenholzbretter mitnehmen, weil wir brauchen sie eh, um den Boden da natürlich zu tränken und zu pflastern mit feinstem Zeug. Ja, Mann. So. Außerdem, was wir auch noch machen wollten, Schaufeln herstellen. Wichtig. Brauchen wir in, ja, schon gewissen Mengen, und ich denke mal, dass uns diese drei Schaufeln dabei helfen, dass wir das auf jeden Fall hinkriegen, da ein gutes Gebiet draus zu machen. Fackeln können wir auch auf jeden Fall schon mal hier dran setzen. So, warum eigentlich nicht? Dann bleibt sie immer schön hell, sondern spawnen hier wenigstens keine Monster. Muss man auch ein bisschen vordenken. Betrachte und beachte auch gerade diese Bauweise dieses Herrens von, ich glaube, Vincent hat, wie gesagt, letztens hier gebaut. Und ich muss das wirklich hervorheben, ja. Ist wirklich sehr nice gemacht. Sehr eng, aber sehr herzlich, ja. So, wenn ich jetzt zum Beispiel im Super Mario Pack hier rüber gucke, dann würde das auch anders geil aussehen, glaube ich. So, und hier am Ende packen wir nochmal ein paar Fackeln hin. Und jetzt kommen wir halt wirklich leider zur ehrenlosen Aufgabe. Ich weiß auch echt nicht, warum wir uns darum kümmern müssen, aber nun ja, scheinbar ist das wohl so, dass wir uns darum kümmern müssen, dass wir diesen verdammten Erdberg hier entfernen. Und nichts anderes wollen wir auch eigentlich gar nicht tun, ja? Wir werden diesen Erdberg hier entfernen und mal gucken, vielleicht werden wir auch dafür sorgen, dass ein Teil dieses Sees hier künstlich versiegelt wird, dass wir so ein bisschen Erde drauf klatschen, dass wir da auch vielleicht so ein kleines Wohngebiet draus machen. Direkt am Spawn wäre doch eigentlich eine ganz coole Idee so. Könnte man sich eigentlich reinrennen. Ah ja, hier ein bisschen Kohle direkt mitnehmen, man kennt's. Also wenn wir schon den Erdboden haben wollen und vielleicht auch noch ein bisschen Holz so, dann aber auch schon richtig, ne? Dann müssen wir aber auch hier natürlich auch dafür sorgen, dass die Steine abgebaut werden. Ganz wichtig. Wir können ja hier nicht, das sieht halt scheiße aus. Wir müssen entweder alles einheitlich haben oder gar nicht. Das Problem ist nur leider, das ist ja alles nicht einheitlich mit der Erde und mit der Steinverteilung hier. Das ist alles nicht symmetrisch gemacht. Ja. Wir rennen dann da gleich wieder ein bisschen an Erde weg, ja moin. Ja, wir werden da gleich wieder ein bisschen wegschaufeln. Dann wird hier safe noch ein bisschen Stein sein. Alter, was ist das denn für ein Todesberg? Das ist ja der Todesberg wie in Zelda, Alter. Wisst ihr, ich nehme mich diese Aufgabe an, weil ich investiere da rein. Ah, ihr seht auch schon die nicen geilen Minecraft-Probleme. Ah ja, geil. Ich bin nicht mal als Player hier drin zu sehen, ey. Das sind aber nice Bugs. Hängt gerade alles hier ein bisschen, das Internet, habe ich das Gefühl, ne? Ah ja, jetzt nicht mehr. Sehr schön. Irgendwie ist auch meine Steinschaufel bei diesem ganzen Vorhaben kaputt gegangen. Krank. Sehr krank. So, lass uns hier mal so ein bisschen hoch bauen, damit wir noch diese obere Erde entfernen können. Weil das ist halt wirklich verdammt hoch. Höher als ich dachte. Das ist ja noch so, ey, das ist ja so ein verdammter Berg. Uff, Tendo. Alles lieber hier mal ein bisschen ausleuchten. Ah ja, möchte Yannick etwa helfen kommen, oder was? Der geheiligte Ehrenbruder? Oder will er sich nur diese verdammte Kohle reinrendern? Ah ja! Ah ja! Dieser verdammte Allmann! Oder besser gesagt, dieser andere Allmann, der gerade das Handtuch ausbreitet, obwohl ich jetzt schon Feuer ausgebreitet habe. Wisst ihr, ich hatte gestern, als ich so durch die Stadt geschlendert bin, eine Begegnung mit einer UNO-Karte. Und ich dachte mir so, eigentlich will ich sie schon umdrehen, um zu wissen, was dahinter war, weil es war halt diese Rückseite, wo nur UNO steht. Und ich hätte ganz gerne gewusst, was dahinter gewesen wäre. Und das gerade hier, das war ein klarer Plus-4-Move für mich. Er hat mir einfach die Ehre genommen, der Yannick. Schwein. Ich appreciate ihm diesen Move, ja. Ich gönne ihm die Kohle so. Aber das war gerade ein safer Plus-4-Move aus UNO. Dieser andere Plus-4-Move aus UNO. Und das hat zur Folge, ich habe das Gefühl, Yannick hat gestern wohl diese Karte dahingelegt, in der Hoffnung, dass ich sie finde und umdrehe, um zu prädestinieren, was heute hier passiert ist, ja. Und dann, was ist? Der nimmt sich die Kohle mit und dann macht er sich aus dem Staub. Mama, ich bin auf YouTube. Ah ja, der geheiligte Ehrenmann. Hm.
Und liken und abonnieren nicht vergessen, so ist es. Wenn er jetzt noch reinschreibt, dass der Creator Tag Random KHD reingepackt werden muss, dann wäre das komplette Ehre. Also wirklich jetzt. Oh, ich höre hier irgend so ein Vieh. Nein, das ist doch dieser andere Knight Rider Glider Typ, der aus dem Himmel kommt. Scheiße, lol! Sah der blau aus. Dir werde ich noch Respekt zollen, Fräulein. Kommen Sie heran jetzt. Ich mache Sie jetzt komplett kaputt. Wo ist er überhaupt? Ich sehe ihn nicht mal. Na? Na? Kommt er jetzt oder nicht? Hat er Bock? Vor allem, natürlich kommt er auch ausgerechnet zu mir. Ist klar, ne? Gibt es hier ein Fichtenbiom? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe da noch nicht so drauf geachtet, aber... Fichtenbiom würde doch darauf schließen, dass es ein etwas kälteres Gebiet ist. Dass es schon in eine, man möchte schon fast sagen, Art Tundra geht, nicht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Müssen wir mal schauen halt auf jeden Fall, ne? So, komm, hier noch ein bisschen. Oh, ich habe diesen Knight Rider Glider wieder gehört. Er heißt nicht so, aber ich finde diesen Namen geil. Der Knight Rider Glider, meine Freunde. Aus Fortnite, na, nicht aus Fortnite, aber... wo ist er? Na? Ich höre ihn. Ich höre es. Oh Gott. Schwein! Oh, überleben Sie es bloß. Was machst du denn da? Ich glaube, er macht sein Haus, glaube ich, fertig. Kann das sein? Ich glaube, er weiß schon, in welche Richtung das geht, ne? Ich glaube, er hat schon auch hier sein Handtuch ausgebreitet. Ein Dorf. Ja, moin, Alter. So muss es sein. Wir müssen langsam wirklich mal mit dem Dorf anfangen, Alter. Wir müssen uns um das Dorf kümmern. Das ist ganz wichtig, Mann. Das ist auf der Prioritätenliste ganz weit oben. Also ganz weit. Fräulein. Ich hoffe natürlich auch, dass wenn es hier natürlich um Dorf-Credibility geht, ja. Ja, was machen wir dann mit diesem angebrochenen Nachmittage, frage ich mich dann, ja. Einer muss ja hier abbauen, so. Was mache ich dann denn an diesem angebrochenen Nachmittage? Wenn ich dann mal nicht bauen kann. Was passiert dann? Das ist dann die Frage. Aber ich denke mal, wir setzen hier schon mal einen ganz guten Grundstein für das Dorf so. Auch wenn wir das gerade... Also wir sind wirklich nicht gesegnet worden mit einem guten, welligen oder flachen Gebiet. Aber ich habe das ja auch so hinauf beschworen, von wegen, ey, generieren wir das mal zufällig, dies, das. Okay, ich glaube, er hat auf mich wieder Auge gemacht, der Drecksack. Ich werde gleich wahrscheinlich einen Schock meines Todes kriegen, deswegen bitte lachen Sie nicht. Ah! Ja, das war schon Nummer 1, Bruder. Nummer 2 kannst du dir gleich abholen. Das ist dann dieser andere Knutscher. Auf Nacken. Diese Sau. Ich mach die kaputt. Komplett. Ja, also wir sind wirklich nicht mit einem guten Gebiet gesegnet worden. Muss ich leider wirklich sagen. Also, wie das hier wieder aussieht, ne? Da kannst du wieder Augen verschließen und in Tunnelblickstellung gehen. Ach du Kacke, wo kam der denn her? Das kam verdammt plötzlich. Über ein paar Fackeln aufstellen. Haben wir noch ein bisschen Sichtbereich hier, oder was? Muss ja auch reinschmecken. Die Sau. Nun denn. Ich hoffe, das Vieh kommt gleich nochmal, damit ich es endgültig killen kann mit meinem wunderschönen Dreizack. Ich würde auch eh sagen, ich will diesen Dreizack irgendwo... Also ich habe ja noch einen irgendwie in meiner Truhe gehabt. Und wenn ich an sie rangekommen bin, würde ich sie nochmal ganz gern verzaubern, so. Diesen Dreizack. Alter, das sind ja echt... Ah, lol, das ist das Thumbnail des Tages, Alter, lol, ohne Witz. Das sah sehr kritisch aus. Oh, aber geil. Aber sehr geil. Und sehr lecker. Ach, guck mal, er macht... Ah, lol, cool. Kümmert sich schon so ein bisschen um eine Art... Feldertrag, ja? Da möchte wohl jemand zum Landwirtschaftssimulator werden. Dies räume ich Ihnen definitiv ein und Sie können an der Stelle mal komplett verschwinden, Bruder. Wir beenden die Folge aber erst, wenn ich ihn gekillt habe. Aber ich brauche auch natürlich Schaufeln. Die habe ich leider nicht. Nicht mehr. Ich müsste mir neue bauen. Habe ich aber gerade gar keinen Bock drauf. Daher würde ich sagen, schmücke ich das Ganze hier momentan nochmal ein bisschen aus. Packe ein bisschen Erde hin und dann kommt das Vieh gleich nochmal. Und mit dem dritten Hit sollte es dann auch gleich eigentlich bezwungen sein. Das räudige Mistvieh. Herum und herankommen soll es doch gleich. Wenn es doch Schläge will.
Soll es sich ruhig melden. Da. Es kommt, es kommt, es kommt. Ich weiß aber nicht von wo. Okay, da haben wir das Mistvieh. Kommen Sie heran. Und bei. Möchte man noch hier an der Stelle sagen, oder? Ja, es schmeckte. Damit haben wir jetzt hier was? Phantommembran. Okay, damit hätten wir das Mistvieh bezwungen und ich beende die Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal das Dorf in Fortnite, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein, ciao. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, das Video hier. Und gerne ein Abo, wenn ihr neu seid und ihr wollt mehr von mir sehen. Bis dahin, haut rein und ciao.